Reality-Check der vierten Sentai-Yokata zu Karate. Ich habe einen Gegner hinter mir, eine Gegnerin vor mir, alles Familie ist, eine Familienfehde wahrscheinlich. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich sie überlebe. Also. Das erste ist die Entfernung. Die Frage ist, wie weit sind wir voneinander weg? Das sieht ja sehr nah aus. Nur schauen wir uns mal die Abstände an. Da muss ich treffen. Sie, außer sie geht selber auch hoch, gehen noch ein Stückchen zurück. Wenn du gleichzeitig auch hochgehst, beide gleichzeitig hochgehen, dann ja, ist diese Entfernung richtig. Aber ich kann ja nach vorne eigentlich gar nicht ziehen. Hier würde ich ihn nicht treffen. Er muss also noch dichter bei mir sein. Er rückt mir ziemlich auf die Pelle. Jetzt würde ich ihn vielleicht erwischen. Auch klar. Ja, du musst auch hochgehen. Also gut, wir führen jetzt die Karte einmal vor, funktionierend. Und. Entschuldigung. Misch. Also. So würde die Karte funktionieren, aber keiner hat mich angegriffen. Die beiden haben nur so getan, als ob. Jetzt wollen wir mal gucken, was als erstes sie vorne machen könnte. So, ich greife sie an. Schlechte Karten, weil sie lässt das ja nicht einfach geschehen, außer sie schläft oder ist unter Drogen. Besoffen, übermüdet, denkt an was anderes. Und er hinter mir, wenn ich so mache, was wird er tun? Mir den Hals abschneiden. Ich weiß immer nicht, warum die Gegner nichts tun beim Jaido. Also sie warten nur darauf, dass sie getötet werden. Ich entschuldige mich bei meinen Pseudo-Opfern für diese entlarvende Darstellung. Es funktioniert nicht, Leute. Vielen Dank.